Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallen 2019 mit dem Auftakt der Saison 2. Herzlich willkommen zum freien Training hier aus Australien an diesem heutigen Freitag. Ja, wie in der letzten Folge schon mitbekommen haben, wir das Team ja gewechselt. Wir sind jetzt zu McLaren gegangen. Und es gab auch einige andere Fahrerwechsel, aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein, wenn wir im Menü sind. Es hat sich viel getan im Fahrerfeld. Schauen wir uns aber gleich mal. Na schön, ein neues Jahr, eine neue Meisterschaft. Ich hoffe, du bist gut ausgeruht. Also mal ganz abgesehen davon, dass du ohnehin dein halbes Leben im Fitnessstudio verbringst. Legen wir los. Genau so ist es. Ja, Saison 2 Auftakt, Melbourne, Australien. Ja, der Auftakt in die erste Saison lief hier gar nicht gut, aber in der zweiten Saison kann man einiges besser zu machen. So, wir haben einige Nachrichten auf jeden Fall, die ich bekommen habe. Eine Nachricht von unserem Team. Manager, herzlich willkommen im Team. Mit dir und Carlos wird das sicher eine fantastische Saison. Meine Tür ist immer offen, falls du irgendwas brauchst. Ja, wir fahren mit Carlos Sainz zusammen. Lando Norris hat das Team verlassen. Aber wie gesagt, da zeige ich euch gleich mal, was passiert ist. Gut. Genau. Wochenendvorschau. Neue Teile, nette Vorhersage. Wunderbare Qualifying und Rennen. Diesmal wird es auch trocken. Ja, einige Teamwechsel noch mal gesehen, habe ich jetzt schon mal ein bisschen drauf eingehen. Ricciardo hat das Team verlassen von Renault zu Alpha. Norris ersetzt, geht ebenfalls zu Alpha, also neues Teampärchen. Ricciardo, Norris bei Alpha, Weber und Raikön sind raus. Weber geht zu Ricciardo, geht zu Renault. Raikön geht zu Hart. Stroll dafür geht zu Williams, unserem ehemaligen Team, und setzt uns. Wir gehen zu McLaren ersetzen. Nervous. Also, alle Fahrer sind auf jeden Fall gleich geblieben. Es hat auf jeden Fall kein Fahrer seine Karriere beendet, sondern einfach nur ein bisschen durchgewechselt. Gut. Es war wieder zu seinem ehemaligen Team. Warum ich etwas leise spreche, liegt einfach daran, dass meine Freundin hinter mir gepennt. Ja. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Und das. Was hältst du hiervon? Rein damit. Also schön entwickeln hier. Gut. Die Aerodynamik mal einbauen. Ich glaube, sonst haben wir nichts, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Okay. Gut. Und dann gehen wir mal auf die Strecke. Das erste Freitraining der Saison geht los. Wir werden heute mit Sicherheit einen spannenden Formel-1-Tag hier in Melbourne erleben. Jeden Moment sollten die Fahrer auf der Strecke auftauchen und uns ein interessantes Training bieten. Okay, das war schon. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Gucken wir mal, wie das Wetter aussieht. Training 3 nass. Okay, dann wissen wir ja Bescheid. So, dann gehen wir mal das erste Mal auf die Strecke mit dem neuen Auto. Was gucken. Okay, passt perfekt diesmal. So
Ein paar Punkte zum Auftakt wäre natürlich schön. Und zumindest besser zu starten als in Saison 1. Gott sei Dank auch einen Teamkollegen, der dafür in der Lage ist, Punkte zu sammeln. Zumindest mehr als unsere. Also beziehungsweise beim alten Team. So, Hamilton mit der ersten Zeit 26. Ach, da wollen wir natürlich drunter. Es wird eine enge Zeit, das wird verdammt eng. Reicht aber. So kann man mal das erste freie Training starten. Wenn ich das Problem wäre, da jedes Mal das Benzingemisch auf Fett zu stellen. Zweite Runde sieht schon mal ein bisschen besser aus noch. Da müssen wir natürlich aufpassen. Ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Fahrer in den Online-Sessions zerlegt. Uns Gott sei Dank bisher noch nicht. Darf auch gerne so bleiben. Zeit war nicht so gut, aber es wird immer besser werden. Komplett neue Einheiten, alles bekommen. Ja, eine Runde will ich noch zu Ende fahren hier. Die beiden Sektoren sind schon mal violett, das heißt, die nächste Runde wird auch noch mal besser. Aber Glück haben, kriegen wir noch eine 1,25er Zeit hin. Ja, sicherlich. 25,8. Und das war's schon mit dem ersten Training.
Raikön im Renault umgewohnt auf 2. Renault auf 2 und 3. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns im Haas, so. Top 3 noch einmal an. Richter, Hülkenberg und Kimi Räikkönen. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Gutes Ergebnis auf jeden Fall zum Auftakt. Das ist schon mal ein bisschen besser gelaufen als mit Williams. Der momentan auf 20 und der zweite Williams auf 8. McLaren ist einer der erfolgreichsten Rennställe überhaupt und hat sich im Laufe der letzten Jahre immer wieder neu erfunden. McLaren verlangt von all seinen Fahrern absolute Spitzenleistungen und erwartet, dass du dich noch während des ersten Rennens fest in das Team integrierst und voll durchstartest. Kann man so machen. So. Wenn die Einheiten durch sind, sind wir schon mal wieder dabei. Aber wir gehen jetzt erstmal rein ins zweite Freitraining. So. So, und dann gehen wir mal rauf auf die Strecke. Heute mit Soft, weil es im nächsten Abschnitt ja regnen wird. Ja, schauen wir mal. Ob die zweite Runde halten wie die Medium, weiß ich, wage ich zu bezweifeln, aber gucken wir mal. Auf jeden Fall guten Auftakt gehabt mit Platz 1 vor einem Renault und einem Haas vor allen Dingen. Vor Hülkenberg und Räikkönen. Wir hätten noch klar zu einem absoluten Top-Team wechseln können, aber es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, schon in der zweiten Saison so weit nach vorne zu wechseln. Ich denke, mit McLaren sind wir relativ gut aufgestellt. So, 25,8 sind wir eben gefahren. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen was drunter liegen. Bist du eigentlich mit dem schnelleren Satz? Und zwar deutlich, eine Sekunde nochmal. 24,7 sogar. Setzen wir erstmal eine Racing Point schon mal auf Platz 2, aber der fährt auf der allerhärtesten Mischung, die für uns aber wegfällt, dass im nächsten Session regnen wird. Das dürfte dann Perez sein für uns. Ist es auch. Wir sind deutlich besser durchgekommen als eben. Hauptsache das Auto steht sich im Weg gleich. Weil wir jetzt ein bisschen den Windschatten mitnehmen können.
remaining. Ja, schön, danke. Da hat er auch einen schönen Weg zugemacht. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Der bleibt auch schön auf der Spur. Gucken wir uns nochmal. Bist du mal auf deiner Linie? Und das ist schön die Zeit gekostet. Damit wären wir deutlich schneller gewesen. Toll, ein Williams von uns. Unser ehemaliges Auto. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Dass die jedes Mal die Türen zuwerfen. Ganz in die Garage und ist durch. Beenden wir die Session. Hat ja in meiner Meinung gerade keinen Sinn. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Verstappen und Charles Leclerc. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Mhm. So, Session 2 auch durch. Mehr oder weniger unfreiwillig, aber wir haben es geschafft. Gehen wir rein und drehen ihn 3 ins Nasse. We haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be so, fahren wir weiter. Thank you.
Gott sei Dank, zumindest in der Medien so funktioniert auch das Trockensetup. Trotzdem müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren, weil es ja nass und rutschig ist. Meine ich. Oh, vor uns ist unser ehemaliger. Der ehemalige McLaren-Pilot Norris Alpha. Weil jetzt das gerade richtig zeigt, kurz diese Rutsche. Reicht trotzdem für die Reihe 1 momentan. Aber wir hatten einen übelsten Quersteher. Es wird nicht reichen, wenn die Top-Teams kommen. Falls sie kommen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind wir schön im Reis gesegelt. Das passiert aber gleich fast noch ein zweites Mal direkt hinterher. Aber diesmal können wir es richtig abfangen. Und dass wir keinen violetten zweiten Sektor hatten. Können wir schon den Schwung mitnehmen. Und da reicht es für eine neue Bestzeit. I take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Nicht tragisch. Wird dann ja doch trocken. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Trotzdem mit Mikkel vorne. Raikkonen und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Dreimal Mikkel vorne. Ne, das sind drei Sektoren, drei Trainings.
Gut. Das war das Training. Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr mit dem Qualifying zum großen Preis von Australien.